Ich habe mir diesmal ein sehr kleines Objekt ausgesucht, das aber für die frühe Pirner Industriegeschichte oder eigentlich ist es noch Handwerksgeschichte von großer Bedeutung ist. Es ist ein Kännchen aus Siderolit von der Firma Lein aus Pirna. Siderolit muss ich kurz erklären. Siderolit ist eine Tonware. Sie ist etwas zwischen Steingut und Steinzeug. Wer schon mal einen Steingutteller auf der Hand hatte und angeschlagen hat, der weiß, dass er etwas dumpf klingt, während der Porzellanteller richtig klingend hart ist. Und das Siderolit ist ein Werkstoff sozusagen dazwischen. Siderolit ist im 19. Jahrhundert ein Produkt geworden, das an vielen Orten hergestellt wurde. Die eigentliche Ursprungsquelle liegt wahrscheinlich in England mit dem sogenannten Wedgwood-Geschirr. Und es gab also in Deutschland und in Sachsen auch mehrere Orte. Es gab solche Orte auch in Böhmen und in vielen anderen Ländern, wo Siderolit hergestellt wurde. Dieser Werkstoff, das kann man hier sehen, hat also vor allen Dingen Verwendung gefunden für schöne Objekte. Es war also nicht für den profanen Blumentopf oder für den profanen Speiseteller, sondern es sollte schon etwas Besonderes sein. Und es war auch etwas Besonderes, denn die Sachen wurden zum großen Teil nicht gedreht, sondern geformt. Also man hatte Gipsformen dafür und man hat gegossen und geformt. Dieses Kännchen ist für uns deshalb etwas Besonderes, weil es das einzige Objekt in der ganzen Sammlung ist, wo wir sagen können, das ist Siderolit aus Pirna. Das heißt, ganz ist es nicht mehr so, das werde ich aber dann kurz erklären. Es ist also mit einem Überzug gefertigt worden, sieht bald aus wie Leder, ist wahrscheinlich auch etwas poliert worden. Siderolit wurde nicht mit der Glasur versehen, wie wir das von den normalen Töpferwaren kennen, sondern ab und zu mit einem Überzug oder es wurde auch sozusagen roh gelassen. Kann man hier sehr schön sehen, ne? Das ist eine Tonware, wo also kein richtiger Überzug, keine Glasur zu sehen ist. Manchmal gab es eben auch solche Überzüge und die Formenvielfalt von Siderolit war sehr groß. Lein ist schon 1847 gestorben als hochgeehrter Bürger, der für seine Produkte mehrere Auszeichnungen bekommen hat, der auch bis ins Böhmische gehandelt hat. Er hat also beispielsweise aus Siderolit Tabakspfeifen gefertigt und die wurden dann in Böhmen sozusagen fertiggestellt. Die wurden mit einem Zinndeckel und so weiter versehen und waren dann dort fertige Produkte. Sein Sohn führt die Geschäfte fort, aber der stirbt auch schon 1852. Ich sagte vorhin, dieses Kännchen ist das einzige in unserem Bestand, Siderolit-Bestand sozusagen, wo wir mit einer Marke beweisen können, dass es also eine originale Produktion der Firma Lein in Pirna. Es steht drauf Pirna und Dresden, aber das ist für uns schon gut. Es ist hergestellt um 1840, 1850 und ist, wie gesagt, bisher das einzige beglaubigte Stück. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung in unserer Sammlung. Seit den 1970er Jahren haben wir eine Kiste, ganz profane Kiste, mit lauter kleinen Scherben und Gefäßen, die offensichtlich Siderolit sind. Und die stammen direkt aus der Nachbarschaft der Fabrik von Lein, nämlich aus dem Gebiet zwischen Einsteinstraße und Max-Schwarze-Straße. Dort ist in den 70er Jahren, so erinnerungsweise sagten die Finder, um 1970 ein großer Graben ausgehoben worden, um Fernwärme nach hinten zur Schwarze Straße zu bringen. Und dabei haben Kinder aus dem Graben diese Dinge gezogen.
Ich habe mehrere dieser Kinder wiedergefunden. Es waren nämlich meine eigenen Spielkameraden. Trotzdem sind die Informationen zu diesem Fund spärlich. Sie gingen davon aus, dass sie die Dinge damals eingesammelt haben, wie Kinder das so machen. Ist ja hübsch, ne? Puppentöpfchen mit wunderbarem Relief, das ist also mit Vögelchen hier. Dass sie das eingesammelt haben und wahrscheinlich irgendwann in die Schule geschafft haben, um es dem Lehrer zu übergeben, und es könnte durch den Lehrer ins Museum geliefert worden sein. Wenn jemand dazu noch Informationen hat, auch zur genauen Lage des Grabens, sind wir sehr, sehr begierig, diese Informationen aufzunehmen. Es waren nämlich nicht nur Produkte, die die Jungs eingesammelt hatten, sehr hübsche kleine Puppentöpfe oder auch Dinge für die Erwachsenen, Eierbecher. Ja, sieht fast aus wie Steinzeug, ne? Steinzeug ist ja das Härteste an Keramik. Sondern die Jungs haben etwas gefunden, was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, aber völlig unbedeutend aussieht, nämlich diese komischen, runden Dinge. Und das sind Brandhilfen. Das sind also Teile, die mit im Ofen waren, entweder um als Belegstücke zu dienen, wann der Brand weg war, wann der Brand fertig war, oder man konnte auch auf solche Brandhilfen Gefäße stellen, damit sie nicht am Ofenboden anbackten. Das ist eigentlich der Beweis, dass die Dinge, die im Graben gelandet sind, zu 99,9% tatsächlich auch in Pirna in der Fabrik von Eugen Lein hergestellt wurden. Das ist eine Besonderheit der Pirner Töpferindustrie oder der Pirner Töpfer, des Pirner Töpferhandwerks. Und Töpfer waren und in der Folge werden wir auch was zu Ofenkacheln sagen, sind etwas gewesen, was den Ruf Pirnas eigentlich teilweise in die ganze Welt getragen hat.